was wir spielen. Mal gucken. Einfach mal so. Ja, der 310 könnte man fahren. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist ein Chrysler. Ich glaube schon. Ja, Chrysler, glaube ich, ein Nitro. Noch ein ganz langsames Auto. Und drauf geht's. Einfach mal gucken, wenn wir in der Lobby sind, ob da vielleicht mal beitritt, aber naja. Aber jetzt ist wieder die Kamera verstellt. Jetzt wieder so weit hinten, ne, mach ich gar nicht. Aber die bin ich mit Cherry Bock gefahren, genau, das kann ich mich erinnern. Ey, das. Das ist ein Bentley. Okay. ein Bentley. Ein Bentley habe ich doch nie so im Zusammenhang mit Rennspielen gesehen. Gibt's nicht so oft. Gibt's nicht so oft in Rennspielen. Wahrscheinlich habe ich aber auch einfach nicht so drauf geachtet, weil Bentley bringe ich jetzt nicht so unbedingt mit Motorsport in Verbindung. Oh, es gibt in im Rennsport gibt's schon auch ein Bentley. Also in der GT3-Klasse halt ist eigentlich eine der Mainstream-Rennsportklassen Serien. Klassen. Ja, da ist Bentley vertreten. Ja, und sonst. Ja, gibt's auch so Prototypen auch, aber so Straßenautos hier. Wobei, ich glaube in Carbon gab es den auch. Carbon? Ja, relativ am Anfang. Also ich bin nie gefahren, aber ich meine, den gab es irgendwie. Ja. Lass mich mal gucken. Bentley. Oder meinst du vielleicht einen Chrysler? Ich weiß gar kann nicht. Auch sein, dass es ein Chrysler war. Also es gibt auch einen von Chrysler, der recht ähnlich aussieht, glaube ich. Carbon bei Bentley. Auf NFS Cars Mods gibt's. Ja. Ich finde da nur Mods. Ja. Ich wusste jetzt aber auch nicht, dass es so wirklich Mods gibt für für Carbon. Hm. Ja, man darf immer noch hoffen, dass der Multiplayer mal hier irgendwann erscheint. Der Ersatz für EA Nation. Ich hab schon Bock drauf. Das ist ein ganz einfaches Rennen hier, so viereckig. Carbon ist auch noch nie gespielt worden bei... Nee, weil es auch nicht möglich ist. Also es war mal möglich über EA Nation. Da brauchte man halt noch einen Account von früher oder also einen öffentlichen Account. Was halt dann jetzt nicht so schön war, weil du halt jederzeit rausfliegen konntest, wenn sich jemand anders angemeldet hat. Ja, und jetzt wartet jeder eigentlich auf den Ersatz. Es ist halt, liegt halt wirklich an dem einen Projekt von dem Typen. Oder von der kleinen Gruppe halt, von dem kleinen Team. Ja. Weil ich doch echt überlegen musste, wo ich das Spiel gerade rumliegen habe. Pico habe ich zu hart genommen. Es hat leider echt keinen LAN-Modus bekommen im Spiel, sonst wäre es halt natürlich kein Problem. Ja, aber das stimmt, das habe ich auch ewig nicht gespielt. Ich muss kurz hier den Sound leiser machen im Menü. Ja, ich lasse es auf 3, okay. Noch ein Rennen mit dem Auto. Ja, ist halt Need for Speed Most Wanted sozusagen. in einer anderen Spielwelt, bei Nacht nur und sonst nicht mehr. Aber ist recht, das in Carbon war ein Chrysler 300. Oh. Ja, aber der Bentley hier ist auch 300. 300C halt, aber... Oh, okay. Wand angetouched. Du weißt, immer schön hinter einem anderen fahren, damit du Windschatten bekommst. Aber wie gesagt,
Ich kann das natürlich hier auch unterbinden. kommst du trotzdem in den Schatten? Nee, okay. Passt schon. Das sieht man ja auch an dem Wind neben dem eigenen Auto, ob jemand Windschatten schnurrt. Schön, also sieht man schon ganz deutlich. Ja, ich mag eigentlich auch Carbon. Die Karriere ja, finde ich ein bisschen kurz. Aber ja, man kann doch sagen, eigentlich Most Wanted ist lang, richtig lang gezogen gegen Kaugummi. Könnte man auch sagen, dass es in die Länge halt ja, kürzlich in Länge gezogen wurde. Also es wiederholt sich nach der Zeit. Ja, klar. Und Carbon ist dagegen halt kompakt halt, jo. Kann man halt echt, wenn man das schon ein paar Mal durchgespielt hat, so, bloß nicht noch mit die Wand blöd bekommen, kann man schon wieder so in 3 Stunden oder so durchspielen. Ungefähr, vielleicht sogar weniger, weiß gar nicht. Also wenn man so wirklich so wie ein Speedrunner drauf ist. Ja gut, kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, wie viel Glück du da jeweils hast. Also zum Beispiel, ob jetzt Bullen kommen im Rennen oder sonst irgendwas. Ja. Und wenn sie dann doch mal kommen, wie schnell du sie dann doch los wirst und... Ja, verfolgt... Dann... Ja. Ich meine, Verfolgungsjagden, Carbon sind eigentlich sinnlos. Da hast du nichts von. Außer halt ja, für die Premium-Karten, aber... Ja. Ja, Most Wanted war es ja noch Hauptbestandteil. Ja, das fand ich gut. Das ist wirklich zur Nebensache geworden, Carbon. Ja, aber ich mag Carbon irgendwie trotzdem mehr als Most Wanted. Also es ist unterbewertet auf jeden Fall. Ja, was mit Midnight Club? Nee, nicht Midnight Club. Achso, Carbon. Bei Carbon, das hat halt, also gameplay-technisch ist es ja relativ gleich mit Most Wanted, aber wenn du halt schon dieses Tuning hast, dann kannst du beim Carbon halt sehr viel mehr Details reinstecken. Das finde ich halt gut. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, Autosculpt oder wie man das ausspricht, das ist schon, ja, echt nice. Ja, die Frontschürze und alles anpassen, Spoiler, Höhe. Also. Da habe ich früher auch sehr viel mitgearbeitet. Ich meine, auch wenn es jetzt halt sinnlos war, dass die Polizei drin war, es zwingt halt ja keiner dazu, das auch zu machen. Nö. Ich hab gerade gesehen auf der Map, du bist außen rum gefahren, du kannst da, wo das Schiff steht, kannst du mittendurch. Da gibt es eine kleine Rampe. Eine Tiefe. Ich hab's gesehen, dass du da wirklich die Straßenroute genommen hast, die ist ein bisschen länger halt. Okay. Ja, da. Oh, da in dem Hafen, ja. Ich will dir ja schon helfen, oder? Könnte ja sein, dass du irgendwann auch ziemlich gut bist. Ich will ja auch einen Gegner haben, also. Tatsächlich sehe ich in Midnight Club 3, obwohl es über Emulator ist, die Wahrscheinlichkeit höher als bei Midnight Club 2. Ganz einfach, weil irgendwie. Hier scheint es wirklich gut zu klappen mit der Steuerung. Ach so, über dieses Schiff hier rüber, oder? Genau. Ja. Hast du jetzt gefunden, oder? Ja. Und bei Carbon fand ich halt auch diese Canyon-Duelle und so, das fand ich auch echt nice eigentlich. Ja. Also man hat nicht nur die Stadt, sondern Canyons. Klar, und das hat auch schon
deutlich mehr Multiplayer, mehr, also Mehrspieler Modi. Also Polizei theoretisch, also es gibt PvP, Polizei gegen Raser, aber halt nur in der Theorie, weil es halt in der Praxis nicht gut lief früher. Ich habe es mal getestet noch, die, es wurde ja erst vor ein paar Monaten abgeschaltet. Boah, da hört man mal auf, zu viel zu driften, Alter. Ja, und eigentlich konnte man diesen Modus vergessen, also man konnte eigentlich wirklich nur gescheit normale Rennen fahren halt. Weil man ist da durchgeleckt, also der, die anderen Spieler waren immer nur am Lecken und du konntest da wirklich nie jemanden effektiv halt ausbremsen oder so. Das war halt Bullshit. Dafür war dann Netcode halt wirklich viel zu schlecht für solche Modi. Ja gut, mit dem scheiß Netcode braucht man mit so Verfolgungsmodi gar nicht erst anfangen. Ja, aber es gab halt noch diesen 1 gegen 1 Modus. Oh Mann. Ich denke echt, mit dem Autocampern hier könnte man hier gut driften. Ein bisschen zu weit. Ja, es gab halt diesen 1 gegen 1 Modus im Canyon, wie beim Singleplayer, dass du da halt eine bestimmte Distanz aufbauen musst, um halt dem Gegner so wenig wie möglich Punkte zu geben, also so wenig Punkte wie möglich zu geben, so. Das gibt's ja bei den Canyon-Gegnern, bei den Bossen. Und natürlich gibt's auch die normalen Rennen in den Canyons. Zu viert ja, gut, halt. Muss. Aber ich finde das auch irgendwie... Also das ist auch das Einzige, was mich bei Carbon so ein bisschen stört. Was? Ich fand's ja immer scheiße in Most Wanted und in den Underground-Spielen, dass du nur 4 Spieler hattest. Hm. Dann machen sie Carbon, wo es halt von der Handlung ja wirklich mal Sinn macht, dass du nur zu viert fährst. Eigentlich. Ja, ja. Eigentlich, ne? Ja. Naja. Da führt sie das mit den 8 Spielern dann plötzlich wieder ein. Aber natürlich nur in den Rennen, wo es keinen Sinn macht. In den Canyon-Rennen, wo du ja alleine fährst, wo du theoretisch zu 8 fahren könntest, da fährst du wieder zu viert. Also, ja, weil es wahrscheinlich ein bisschen zu eng ist oder so, würde ich jetzt mal meinen, dass es ein bisschen zu eng ist, so irgendwie mit mehr als 4 Leute. Ja, in den Städterennen, klar, da gibt's 8, ja. Ich meine, wenn du es im Multiplayer so machen könntest oder im Quick Race, wäre auch völlig legitim, aber handlungstechnisch würde es da halt wirklich tatsächlich Sinn machen, dass du zu viert fährst. Also die beiden, die das Revier halt verteidigen und die beiden, die es halt erobern wollen. Aber da kommen halt noch viele zu, die absolut nichts mit der Handlung zu tun haben. Ja. Das müsste man sich ja auch mal so ein bisschen überlegen, so, und die sagen, ja, wir wollen dir das Gebiet mal erobern. So, ihr vier, ihr fahrt jetzt mal mit, ihr habt zwar nicht zu gewinnen, aber fahrt halt trotzdem mit. Aber für einen Multiplayer ist es halt gut. 8 Spieler. Ja, klar. Ich denke, ein Multiplayer in Carbon wird auch besser sein, jetzt in Most Wanted oder damit Runtime. Ja, von der reinen Spielanzahl schon, aber ich glaube, der Netcode ist genauso. Natürlich, das Spiel läuft viel flüssiger, na, nicht so wirklich. Ja gut, so viel Weg nach unten ist bei Most Wanted hier auch nicht mehr. mich stört's halt echt nicht, muss Wanted, muss ich sagen. Also, wenn ich vielleicht lange Zeit nicht gut mehr gespielt habe, so sind die ersten Minuten ein bisschen hart, so. Aber man, ich gewöhne mich halt einmal frei daran. Vielleicht auch, weil ich das Spiel auch schon auch sehr mag. Hab da echt kein Problem mit. Zurück zur Lobby. Nee, also ich finde es auch nicht schlimm, aber von den Need for Speed Teil ist er ja schon der, der am schlechtesten läuft in der Hinsicht. Und danach kommt, glaube ich, HP2. Würde ich meinen. Trolley Race? Das hat man, glaube ich. Star of India? Ja. Oh. Ja, schreib mal auf Atlanta um. West End, keine Ahnung. Standard. Ja, anderes Auto.
Oh ja, Feedline. Oh, ich glaube, das ist ein etwas fieses Auto. Ist auch so ein Muscle Car. West End. Jo. Geht weiter. Wenn ich meine Carbon-DVD mal wiederfinden würde, dann hätte ich auch irgendwie mal wieder Lust, die Karriere vielleicht bei Rockets versucht, mit Muscle Cars so zu spielen. Na. Also das ist tatsächlich das, was ich noch nie gemacht habe. Das würde ich auch, glaube ich, selber niemals machen, das ist so schrecklich mit den Autos. Warum muss meine arme Corvette da auch in der Kategorie sein? Warum? Ich will die so gerne fahren, aber nee, wenn sie so, wenn sie auch so ein scheiß Handling hat, nee. Lieber weg damit. Finde ich halt scheiße. Lieber, ja, es ist natürlich, bei Most Wanted fahren sie sich so wirklich fast alle gleich, die Fahrzeuge. Aber dafür kann man dann wirklich eigentlich alle oder jedes Fahrzeug fahren, ohne halt irgendwie Angst zu haben. Man ist halt wirklich deutlich schlechter mit dem, aber natürlich die Leistung wird auch nicht immer alles, wird auch nicht mitskaliert so hundertprozentig. Auch mit diesen Angleichen der Performance. Ja, aber gerade durch dieses Physikfight bei Carbon. Ja, ist schon interessant, klar. Aber wie gesagt, ich fahre niemals da im Muscle Car. Es ist, bringt mich nicht dazu. Und das, ja, jedenfalls dadurch ist es bei mir tatsächlich immer so gekommen. Es war eigentlich fast durchgehend immer so, dass ich mit dem EX8 angefangen habe. Und dann irgendwann den Carrera gekauft habe oder den SLR McLaren. Naja, und mit den Autos da halt relativ wenig Erfahrung gehabt. Ja, ich immer die gleichen zum Durchspielen genommen habe. Ja, na, ich habe... Und das habe ich relativ oft durchgespielt für einen Stadtteil von Nidspeed. Ja, weil so ein Playthrough auch nicht lange braucht, dauert. Weil die Zeit schneller geht, ja. Ja, Most Wanted. Most Wanted habe ich trotzdem mehr durchgespielt, so, schon ein paar. Das war schon früher irgendwie zum Erscheinen, zur Erscheinung da, zum Release, keine Ahnung. Ich konnte mir sogar vorstellen, dass ich Carbon öfter als Highstakes durchgespielt habe. Also es geht wesentlich schneller und ich habe Highstakes sicherlich in Stunden an sich mehr gespielt, aber wirklich die Karriere könnte Carbon sogar mehr sein. Na, Highstakes habe ich, glaube ich, nur einmal durchgespielt. Reizt mich jetzt auch nicht nochmal. Ich hab's nochmal probieren wollen mit Mod-Autos, mit Expansion-Pack-Autos. Und dann wollte ich halt online mitspielen, dann gab's halt dieses Problem, oder irgendwie so, dass man, oder dass die Karriere irgendwie rumgezickt hat oder irgendwas dann halt, das war blöd. Mit Mod-Autos durchspielen, ja, das kannst du relativ vergessen, weil, die Leute, die das machen, die kommen da manchmal nicht klar, in welcher Klasse die sind, und wenn du da halt nicht die Klassenschnellsten bist, dann hat irgendeiner von der KI den, und dann kannst du nicht mehr mit der KI mithalten, obwohl die schon scheiße ist, weil irgendwelche Sachen in der B-Klasse sind, obwohl sie mindestens in der AA-Klasse gehören. Ja, schon auch wieder. Aber ich meine, die originalen Autos, die EA-Autos, würde schon noch gehen, aber wie gesagt, da hatte ich dann halt dieses Problem, was ja bekannt ist, und da konnte ich, glaube ich, nicht mal online spielen oder so. Oder das Spiel ist abgestürzt oder irgendwie so, das wollte nicht laden. Ja, ja, gut, beim Online-Spiel habe ich ja, also ich bin froh, dass ich überhaupt oder IPA reinkomme, aber ich muss halt wirklich jetzt penibel darauf achten, dass ich den richtigen Ordner nehme. Wenn ich früher den falschen Ordner vor IPA noch ging, dann hat er halt die Ordner angepasst, aber wenn ich das jetzt mache, dann werde ich halt rausgeschmissen, weil ich halt die falschen Autos drin habe. Und wenn die Dateien nicht übereinstimmen, dann kann es ja auch nur schief gehen. Da macht das halt AP2 recht gut, da ist es sowieso kleinzeit, welche Autos es gibt.
So, alles ist. Server-Side. Server-Side, ja, alles ist Server-Side, das ist das Gute. Das war eine spannende Strecke. Ja, da war ja, ist ja kein Wunder, 4 Sekunden hinter mir. No problemo. Ich weiß gar nicht, welches aus welchem Jahr das Auto ist. Ich glaube, ich 50er oder so. Schaut sehr, sehr besonders aus. Oh, 4 Runden. Und bei Regen. Ach du Scheiße. Alter. Das ist ein Auto mit scheiß Handling und im Regen kann es ja nur schlimmer werden. Ich denke mir doch so, jetzt habe ich es schon gesehen, da mache ich den Fehler nicht, aber ich kann noch hinterher. Ich glaube, das ist das, was was die mir aus dem Blitzer gesagt hat. Hier, das eine Auto mit dem scheiß Handling und wie wird es bloß im Regen aussehen? Ich glaube, das ist die Antwort hier in Midnight Club, aber also in einem anderen Spiel. Aber das Handling ist, Alter. Aber gut, ich komme mit den Dingen immer noch besser zurück als mit AMS, aber das liegt ja auch daran, dass ich bis auf mit euch halt noch nie eine Sims gespielt habe. Ja, GTR 2 halt. Aber ja gut, was ich damals gemacht habe, das kann man nicht spielen, denn bei BMW M3 Challenge. Ja. Ich weiß auch nicht mehr, ob ich es da irgendwie mal aus der Box rausgeschafft habe, weil du tippst halt die weiterste an und der dreht sich, ne? Ja. Aber ich find's nice, dass wir jetzt immer so einen Wagen fahren, so ein Rennen haben, wo man da wirklich null Grip hat. Alter, das ist bisher auch das schlimmste Auto gewesen. Ja, das ist nicht so einfach zu fahren. Also falls ich bei die Karriere spielen sollte, kaufe ich das nicht. Ja, das bekommst du sogar da nach dem Turnier, also das musst du nicht mal kaufen. So, okay. Aber das war ja hier so, dass man die dann auch kaufen muss, ne? Ja, es gibt Autos, die du... Es gibt, die Mehrheit musst du kaufen, die andere... So ein paar Autos kannst du durch Turniere gewinnen. Oder wenn du diese Clubrennen gemacht hast, wo du eine spezielle... Fahrzeugklasse halt fahren musst. Das fand, ganze... das fand ich auch bei Midnight Club 2 ein bisschen schade, dass man die Autos im Prinzip alle automatisch kriegt. Ja. Wie der fährt. Aber wenigstens kam es nicht zu einer Überrundung. Ja, jetzt kann ich das, was... Also, Midnight Club 3 bietet schon ziemlich viel, wie gesagt. Also, gibt die normalen Gegner. Dann diese Clubrennen halt. Dann gibt es natürlich noch diese Sammlerstücke. Ja. Die Turniere natürlich. Bisher sind wir noch nicht auf so einer auf so einer abgesperrten Strecke gefahren. Eigentlich ist es die Stadt, sind es so die Straßen von der Stadt halt nur, ja, dass du halt dann nicht, also wie so auf einer, wie so bei Raceway in High Stakes, so weißt, dass du da halt, dass es so aussieht, als wärst du auf einer Rennstrecke, aber es ist halt die Stadt trotzdem weiterhin, verstehst du? Ach so, ja, das ist sowas auch. Gibt's auch. Da könnte man jetzt machen mal, zum Beispiel, ja, so. Gibt auch jetzt nicht so viele davon, weil die auch alle nur in so einem Turnier gefahren werden. Naja, aber mal gucken, wie heißen das. Also es gibt Capture the Flag sogar, Tag. Es gibt nur so ein paar Fun-Modi, also das ist auch echt nice. Track-Renn heißt es ja genau. Von auf Atlanta, okay. Ja, die sind jetzt auch nicht besonders lang. Das geht auch da auf Zeit, also du hast jetzt keine Gegner da in der Karriere, in so einem Turnier. Geht wirklich auf Zeit. Kann sein, dass es SUVs hier auch eine ganze Menge gibt. Jo, ja. Ja. Achso, ich dachte schon, du wolltest jetzt wirklich eine G-Klasse fahren. Ja, hätten wir auch machen können, aber... mir schreibt man. Oder, ja. Ich werde angeschrieben. Pete. Noch gar nicht runter. Kann ich zu den Leuten.
Musste, mein Gott, Autokorrektur. Wusste nicht. Hier schreibt er, hä? Habt ihr es noch nicht gelesen irgendwie? Ja, er ist gerade am Essen. Und er hat halt Need for Speed 4 gespielt mit Watzi und Sfan. MC3. Einen Controller. Ja, ich habe ihn gesagt, so, ja, ein Controller ist schon ratsam oder halt, kann man, sollte man nutzen, wenn man einen hat, aber ja, Tastatur geht auch, das schreibe ich ihm gerade. Ich finde es echt interessant, dass das mit Tastatur besser geht als mit DiveClub 2, obwohl es für PC ausgelegt ist. Ja, nee, das ist ja ein Port von der Konsolenversion. Hundertprozentig. Das ist, glaube ich, auch sogar dann, die PS2 war ja im Midnight Club 1 die Lead, die einzige Plattform und für Midnight Club 2, glaube ich, die Lead-Plattform dann. Ja, aber auch wenn man das rausnimmt, dass die Physik mit Tastatur scheiße ist, finde ich Midnight Club 3 trotzdem besser, glaube ich. Hat schon, der hat mir die Nachricht einfach hier entfernt, aber okay. Ja, jetzt könnte man, also ja, Pete dauert, mit dem dauert es ja noch ein bisschen. Könnte man also jetzt fahren noch mit einem Mercedes. Also hier kannst du ja gar keine Fehler machen, hier hast du keine, hier hast du wirklich linear eine Route. Das siehst du hier schon. Es ist halt wie gesagt weiterhin Atlanta. Ja. Eigentlich mal irgendwie wie bei Underground 2 so wirklich neben der Stadt, sondern es ist halt wirklich, wie gesagt, hundertprozentig noch Atlanta. Kannst, glaube ich, vielleicht sogar, ich weiß gar nicht, ob Wallriden hier irgendwie, ja, weil es geht, sinnvoll ist, aber mach ich trotzdem nicht. Nee, das Es kann schief gehen, immer mit Wänden kollidieren. So häufig nicht, das jetzt nicht mit dem Wallriden. Ja, am ehesten würde ich sagen, dass hier Wallriden funktionieren könnte, aber... Bei Underground 2 ist es halt... Ja, Underground 2 ist... Ja. Nee. Und dann Club 3 bestraft dich schon auch. Im schlimmsten Fall überschlägst du dich halt. Durch die Strecken hier, durch die paar Track-Rennen gibt es nochmal ein paar. Das ist auch ganz nett. Track gibt es hier auch? Nee, Track. Das sind diese Track, oh. Meine ich. Nee, Track gibt es hier nicht. Hätte mich auch gewundert. Aber das ist interessant, dass es sowas gibt. Also. Ja. Nicht so viele, aber... Es ist natürlich besser, wenn es wie bei Underground 2 ist, dass man wirklich komplett was anderes hat, aber... Ja. Wäre Sahnehäubchen gewesen, aber... Ja, ist halt wirklich für Anfänger. Sowas, oder halt für Leute wie Ravage. da geht gar nichts schief. Aber dafür müsst halt mehr geben. Ja, gut. Und in der PS2-Version kannst du auch sowas nicht machen. Also da kannst du dann auch jetzt nicht hier Barrieren hinbauen oder so. Das ist wirklich, das sind einfach solche Vanilla-Strecken, die sind einzigartig hier.
Man könnte es ja mit Revit spielen und spielt dann nur die Strecken oder so. Ja, die hat man relativ schnell durch, das sind nicht viele. Ich glaube, es gibt nur zwei. Nee, ich glaube, so ein Turnier, ich glaube, es gibt nur in jeder Stadt ein Turnier mit jeweils drei Strecken. Also, ja, es hat insgesamt drei. Ach, das ist auch nochmal so, ja. Ja, ja, ja. Also, ja, ich kann halt immer nur die nächste Strecke auswählen und das ist dann eine gleiche Kategorie. Für einen Spielmoduswechsel müsste ich ja wieder ins Menü gehen. Sowas wie Capture the Flag, sowas, das ist echt, scheint echt nice, aber es spielt halt, oder will halt auch niemand spielen. Das ist schade. Das sind auch eher so Team-Modi. Und die haben es alle in die PSP-Version geschafft. Wobei ich sagen muss, ich hätte mir eher ein Streckentutor gewünscht, anstatt der Fun-Modi irgendwie, würde ich schon sagen. Aber, na. Würde ich auch so sehen, glaube ich. Ja. Also Fun-Modi oder so mit Ketchup, das Zweck und so gibt es ja auch Gas-Guzzlers. Ah. Dafür gibt es hier keine Waffen, also. Ja gut, bei Gas-Guzzlers gibt es ja auch Modis ohne Waffen. Ja, aber sowas wie Capture the Flag gibt es ja nur mit Waffen da. So, ja, das ist schon recht. Ich weiß ja nicht, ne, ob die Waffen auch ein Problem darstellen in solchen Modi oder ob... Ja, also ich meine jetzt so Leute wie Stevie oder so. Ne, Stevie hat, glaube ich, nur der Zombie-Modus gestört. Ja, weil der halt recht lange ist. Ja. Geht halt einfach nur darum, ja. Und er ist halt nicht der Fan davon, wenn man dieses Shooter-Krams mit Rennspiel mischt. Obwohl er ständig GTA spielt, aber... Ja, da gibt's ja keine Waffen auf den Autos. Das ist... Oder? Ich weiß ja gar nicht, ob es in GTA 5 solche Fahrzeuge gibt. So Militär. Also ich meine, es gab ja in... Also in den Teilen, die ich irgendwie... Wo alles gab's das? So Militärautos und so. Aber mit Waffen, meine ich. Also Hubschrauber ja und so alles, ja. Ich meine, es gab auch irgendwann da ein Heli mit Minigun und so ein Krams da. Okay. Ja, wahrscheinlich geht's halt darum, dass man in GTA halt, ja... Das halt eine Open World ist und so. Dass er es da halt mehr mag. Ich meine, Zombies sind jetzt auch nicht meine Favoritengegner irgendwie in Videospielen, muss ich sagen. Wobei es jetzt ja auch nicht nur Zombies sind in Gas-Guzzlers. Ja. Ja gut, was mich in GTA halt passiv stört, ist halt wirklich diese, naja, also wenn du aus dem Auto mit der Tastatur schießen könntest, wäre doch einiges rauszuholen, denke ich. Und wenn sie die Zu-Fuß-Parts deutlich reduzieren würden. Also Drive hat das ja recht gut vorgemacht, wie man Renn- und Rollerspiel kombinieren kann. Ja. Dass da jetzt das meiste ist halt immer noch Autofahren. Du kannst alternativ die Tastatur zum Schießen nehmen. Ja, weil da glaube ich Auto-Aim ist dann in den Fahrzeugen. Glaube ich sowas. Einerseits das und auf der anderen Seite kannst du es halt so belegen. Ja. Oder es kann sein, dass es in GTA auch geht und dass ich es halt damit nicht gefunden habe, aber. Aber ich habe halt das damals gespielt, da hatte ich dann irgendwie so einen Panzer gehabt und ich musste mit der Tastatur da halt das Ding fahren, aber mit der Maus schießen und... Also ich weiß, streng genommen machst du das in Shooter auch, aber irgendwie... Weiß nicht, das fühlt sich da komisch an.
Es kam ja eben die Trilogie raus, aber das soll gar nicht so gut sein, finde ich auch. Und auch wenn das Spiel extrem gehatet wird, ja eigentlich, oder so. Welches? Dings hier, Cyberpunk, also ich hab's selber auch nicht. Mhm. Aber ich sag's mal so, dass die, die Außenparts als Shooter gemacht haben, das haben sie richtig gemacht, im Gegensatz zu GTA. Ja. Also wie das da mit den Schießen aus dem Auto ist, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber... Ich hab's bisher nicht hinbekommen, da irgendwie aus dem Auto zu schießen, aber hat man ja auch nie gebraucht, irgendwie. Bisher. Achso, du hast das Spiel, oder? Ja, ich hab's. Oh, es gibt hier sogar vier, okay, vier Strecken, aber komm, reicht schon. Eastside. Ach Gott, jetzt kenne ich ja gar nicht aus. So, was ist jetzt Top und Bottom? Okay, 1, 2, 3. Dann weiter mit dem. Jo, okay. Jo, neues Auto. Lotus Esprit gibt's, ne? Das sind jetzt wieder andere Fahrzeuge, ja, Dodge Viper. Salen SR, glaube ich. Oh, ein Motorrad, ja. Nochmal ein Motorrad. GTO. Ist das der Pontiac GTO oder welcher ist das? Ich glaube schon, weiß ich nicht. 70er GTO. Hm. Ja, könnte man fahren, ja. Oh, kann man mal probieren. Scheiße, wieder zu spät, die Hand kommt sie losgelassen. Ja, und der hat zwei Nitroflaschen. Sollte man manche in der Luft da aktivieren, glaube ich. Ich glaube, in der Luft bringt's nichts. Aber die rote Farbe passt zu der Kiste. Na, ich habe blau und blau bekommen. Ich meine, online ist es halt am besten, wenn man mit Fremdleuten spielt, dass man halt nur die Stock-Autos wählt. Außer man weiß halt, die getunten, die man hier auswählen kann, oder halt, ja, die angepassten Autos sind halt komplett getunt oder so, auf dem gleichen Stand oder so. Das, ja, kann man leider hier nicht sehen, wie sehr ein Auto getunt ist, deswegen, ja. Sollte man eigentlich schon auch das gleiche Safe-Game nutzen, oder halt wissen, man nutzt komplett getunte Autos. Das ist ein bisschen problematisch. Ich meine, bei uns, klar, in unserem Safe gibt's auch schon ein paar getunte Autos. Man könnte jederzeit neue hinzufügen, neue kaufen und auch tunen. Ich glaube, es gibt gar kein Limit auch, wie viele Autos man besitzen kann in der Karriere. Man ist halt, glaube ich, nur begrenzt durch seinen eigenen Geldbeutel da, durch das Geld. Ja gut, oder wenn der Speicher voll ist. Also, ich weiß nicht, ob es da so eine Begrenzung gibt. Naja, irgendwann ist ja der entsprechende Datentyp voll, also... Wenn jetzt zum Beispiel 255 Autos oder sowas jetzt mal übertrieben dargestellt... Ja, das ist... Ja, das wäre vielleicht möglich, aber... Wie gesagt, es gibt ja 70 Autos und wenn man jedes Auto tunen, dann hat man ja 140, also 255 ist man ja noch weit entfernt. Ja. Also genau weiß ich die Zahl nicht, die Anzahl, aber ich denke schon, dass es so 70 Autos ungefähr sind. Oder eher gesagt Fahrzeuge. Das ist eigentlich auch so eine Sache, die bei Need for Speed schade war, ist, dass die nie Motorräder drin hatten. Ja, gibt auch nicht viele Spiele, die das zulassen, Auto gegen Motorrad.
Also es gibt zum Beispiel Asphalt 8 oder halt allgemein die Asphalt-Reihe, dann gibt's Midnight Club und dann gibt's so ein ja Xbox so eine Xbox Exclusive Spielerei, die heißt Project Gotham Racing. Da gab's ab im vierten Teil, im letzten gab's auch Motorräder, da konnte man auch ja Auto gegen Motorrad fahren. Halt ging ja. Ich weiß nicht, ja. Sollte man ja nicht dazu raten, auch in echt oder so, dass man dann auf dem Motorrad sitzt und man fährt gegen Auto. Könnte gefährlich ausgehen. Asphalt habe ich früher auch gespielt, aber das ist wieder ein bisschen her. Also es war Asphalt 4 und 5. Habe ich auch alle gespielt, ja. Aber mir gefällt am meisten Asphalt 8 halt und das spiele ich halt auch jeden Tag. Ja, das ist auch gutes Spiel. Ach, hast du gespielt? Wir hatten ja mal drüber geredet mal. Ich wollte das irgendwie holen, aber das brauchst ja den Microsoft Store dafür, der nur bei 10 läuft und ja. Ja, hast du irgendwas mal gesagt über Laptop oder so, dass du es da installieren wirst? Genau. Ist schon wieder viele Monate her. Ach stimmt, ja, das auf dem. Auf dem. Ja. Das hatte ich so gesagt, dass ich das eventuell machen könnte. Ja, das hatte ich jetzt noch nicht gemacht. Aber irgendwas ist da, glaube ich, auch schief gegangen, als ich es versucht habe. Okay. Ja, den Store mag ich auch nicht. Da gibt es auch irgendwie ein paar Probleme. Ich finde auch scheiße, dass es nur über den Store geht, muss ich jetzt mal ehrlich gesagt sagen. Ja. Auf dem Handy hatte ich es irgendwie mal kurz, aber da wollte er die ganze Zeit irgendwas runterladen, hat er aber nicht gemacht, auch nach einer Stunde nicht. Ja, das kenne ich auch, das Problem, ja. Ja, es ist halt für Handys natürlich gemacht, klar, aber ich finde es am PC viel angenehmer halt durch die Tastatur. Man braucht jetzt auch nicht die analoge Steuerung sozusagen durch das Tilden vom Handy. Das braucht man nicht wirklich, finde ich. Also Asphalt spielst du dann auch mit Tastatur, oder? Ja, ja, ja. Man kann auch einen Direct Input Controller nutzen. Aber. Ja. Ja, aber Asphalt, das war eigentlich immer eine Reihe, mit der ich recht viel Spaß hatte, das stimmt schon. Ja, Real Racing hatte ich, glaube ich, auch noch hin und wieder gespielt. Im dritten Teil? Der neueste. Ich weiß gar nicht wieder, wie viel das war. Also auf dem Handy habe ich schon länger nicht mehr aktiv gespielt. Oder es war das jetzt noch nicht Handy, es war damals eigentlich nur iPod Touch, das... Ja. Da war es halt für mich ein bisschen was Neues, so auf so einem kleinen Endgerät zu spielen, weil Handys hatte ich ja auch immer nur das Billigste vom Billigsten genommen und mache ich heute immer noch, nur sind wir halt mittlerweile auf dem Stand, wo selbst das Smartphone sind. Ja. Naja, und das war dann für mich halt was einigermaßen Neues, dann habe ich da halt noch ein bisschen aktiver auf dem iPod gespielt, aber mittlerweile ist das halt kann man vergessen. So, dass ich PC dann halt doch lieber spiele. Ja, das Real Racing 3, der neueste Teil, der wird auch immer noch aktualisiert, so, da gibt es auch viel zu tun, aber ja, reale Rennstrecken, keine Ahnung, auf denen fahre ich lieber in Project Cars oder Automobilista, also das brauche ich jetzt nicht auf dem Handy. Aber es soll jetzt, glaube ich, auch nicht so schlecht sein. Natürlich aber Pay so to Win auch, aber... Ja. Das Real Racing, das ich damals gespielt habe, das war noch nicht so wirklich Simulation, also... Okay, ja, gab die zwei Vorgänger, klar. Sind wir drei denn mit dem Teil jetzt gefahren oder zwei? Ich glaube zwei. Okay, dann machen wir noch eins. Ja. Ja, das waren so die Hauptspiele eigentlich, die ich da drauf gespielt habe. Und das Remake von Driver halt natürlich noch. Also Driver 1 gab es ja damals auch irgendwie.
Fürs Handy? Also, ja. Okay. Weiß nicht, ob es das immer noch im App Store gibt. Hab ja mit Apple nichts mehr so zu tun, aber... Naja. Hast du es da etwa durchgespielt, oder? Ich hab's da auch durchgespielt, oh. Ja. Oha. Wobei, man muss dazu sagen, das Tutorial ist da wesentlich kürzer gehalten. Also da sind nur 5 Sachen, von denen die du beim PC wirklich auch hast. Also oh, da ist das Tutorial abgeschlossen, wenn du Gasbremse Burnout gemacht hast und Oh, ja, das ist schon mal was. Ja. Noch 2 andere Sachen. Also tatsächlich habe ich es auf dem iPod dann damals tatsächlich ehrlich durchgespielt und am PC halt das Tutorial übersprungen. Ja, frage mich schon, ob vielleicht auch die Präsidentenmission so leichter war. Aber halt generell auch andere Sachen. Könnte mir vorstellen. Die Präsidentenmission, die war da nicht schwer. Das kann vielleicht dann wirklich daran liegen halt, dass sie da irgendwie angepasst war. Ja, du kannst da nicht die gleichen Sachen verlangen, die du in der PC-Version verlangst. Allein schon, wenn du durch das Handy neigen und so da das Auto steuerst und an eine bestimmte Stelle anfasst, wo es damit ja Gas gibt und was weiß ich nicht, das ist ja viel komplizierter als einfach auf die Tastatur drücken. Ja. Hm. Wahrscheinlich war auch deswegen Real Racing nicht so extrem Simulation. Ja, da gibt's viele Hilfen. Du kannst da automatische Bremsen und Gas geben und so aktivieren. Aber es soll schneller sein, wenn du wirklich alles ausstellst. Das ist aber so Traktionskontrolle und so. Soll schneller sein, aber ja. Ich hab's mal online probiert, einmal 1-2 Rennen auch online da gemacht in V-Racing. Naja. Ja gut, also ich habe bei dem Real Racing, das ich da hatte, habe ich auch tatsächlich kaum irgendwie einen Unterschied gemerkt zu Arcade-Spielen. Ja, entweder hattest du vielleicht auch da die ganzen Fahrhilfen aktiviert, ich weiß ja nicht. Aber ich glaube Fastlane oder wie das eine hieß, das hatte ich da noch. Fastlane? Ja, Fastlane hieß das, aber da habe ich kaum Erinnerung dran. Aber das war auch sehr arcadisch. Nee, noch nie gehört. Wo ist denn der? Ganz sehr weiter rechts. Ich bin weiter gescrollt. Ach da. Jo. Detroit nun. Ich kann ja mal gucken, ob Pete noch mal was gesagt hat. Nee, mir hat er nichts mehr geschrieben. Hä? Habt es doch gar nicht gelesen, hat er geschrieben. Oh, jetzt habe ich den Start verpasst. Ja, okay, dann neu starten. Kann man auch. Ja, mir hat er geantwortet vorher. Oh, verpasst. Ja, wahrscheinlich immer noch am Essen. Aber runtergeladen hat er das, ne? Ja, ja. Noch nicht installiert, sagt er. Man muss auch nichts installieren. Das Portable. Ja gut, wenn er einen Controller hat, dann entfällt bei ihm natürlich auch das ganze Klabüser, das ich da gemacht habe. Ach, scheiße, falsche Abzweigung genommen. Ja. Ja, hab's ja, glaube ich, so verstanden, dass er da bei Trackmania auch Controller genutzt hat. Deswegen... Trackmania spiele ich jetzt seit 15 Jahren mit Tastatur. Ich auch, ja. Ich könnte auch Controller nutzen, aber mache ich nicht. Ja. Fällt mir auch irgendwie. Ja, ich finde es echt schade, dass meine ganzen Strecken von früher von Trackmania weg sind.
Gut, kann natürlich auch sein, dass meine neuen eigentlich alle besser sind und ich die nur so genial in Erinnerung habe. Ja, vielleicht. Das mach ich dann nicht. Ja, vielleicht finden wir noch irgendwie da, oder haben wir da schon irgendwie Strecken in dieser 100 Seiten langen Liste, die da irgendwie so drankommen halt an deine alten qualitativen Strecken. Also ich kann mich nicht erinnern, die damals irgendwo hochgeladen zu haben. Kann sein, dass ich es gemacht habe, aber... Ja. Das heißt doch, ich glaube, so ein paar, die hatte ich mal in einem Forum gepostet, das eigentlich nichts mit Rennspiel zu tun hatte. Also es war in dem Fall dann tatsächlich das Stronghold Forum, damals das deutsche, aber das ist halt auch tot. Postet man sowas in einem Strategie? Ja, das also da gab's halt so... Bei Other Games oder so, ein anderer... Ja, da gab's sowas, Other Games, so irgendwie. Ja, hättest du doch mal lieber auf Checkmania Exchange geladen, also wirklich. Ja, wäre sinniger gewesen, das stimmt. Ja, ich glaub, na, jetzt auch seit Release oder so da. Wie gesagt, ja, vielleicht findet man da noch andere gute. Ja, irgendwie, eigentlich war das nur so... Ach du Schande, jetzt bin ich den Dingens da runtergefallen. Die Autobahn? Ja. Ja, irgendwie sind wir da bei Trackmania damals relativ lange hängen geblieben. Und dann habe ich den... Einen Ort, der da tatsächlich war hochgeladen, da waren aber nur 3-4 Strecken oder sowas drin und ich glaube, es waren auch alle Stadium. Naja, irgendwann ist das Forum halt so zugemüllt worden mit irgendwelchen Spam und was weiß ich nicht, dann hatten wir es irgendwann gelassen. Da bin ich halt auch nicht mehr mit den Löschen hinterhergekommen. Also warst du Moderator da oder so, oder? Was meinst du mit Löschen? Admin tatsächlich. Oh. So. Das hat sich damals zufällig ergeben. Ich habe halt relativ viel gegen den Admin da auch gespielt gehabt. Und da war es so gut, hat er gesagt, ja, da kannst auch zweiter Admin werden. Na gut, ich weiß jetzt nicht, ob es an den spielerischen Fähigkeiten lag, aber... Ich habe halt auch sehr viele Sachen... Also Demon und Jonah, die machen jetzt ja auch relativ viel da in mit Cheat Engine und wie du gewisse Fehler, die das Spiel hat, umgehen kannst. Und ich habe halt fürs Mapping da relativ viele Tricks da gepostet und überhaupt. Also das ist da halt auch so, dass der Editor, dass der halt deutlich weniger bietet als die Missionen, die halt tatsächlich im Spiel waren, was da jetzt passieren kann. Also zum Beispiel, dass du ein gegnerisches Lager angreifst sozusagen und wenn alle tot sind, übernimmst du das Lager und wirst dann halt nochmal angegriffen mit ja, mit Invasion sozusagen. Also dass die halt wirklich auf der Karte erst spawnen und wenn halt alle die halt sowieso für Spawn schon geplant waren, besiegt hast, hast du gewonnen und solche Sachen. Das geht halt alles mit dem Editor dabei nicht und ich habe das halt über, nee, nicht Cheat Engine, wie heißt das, andere Dingen. E-Search, genau, da habe ich das halt alles umgangen mit und so. Weil da halt nur eine gewisse Adresse für das entsprechende Ereignis da abändern musstest und dann konntest du es halt doch in die Maps einfügen.
solche Geschichten halt, und weil ich mich da relativ viel mit beschäftigt habe, ich glaube, da beruht es drauf, dass ich dann Admin geworden bin. Ja, kann sein, ne? Ja, das ist eigentlich schade, da wurden noch relativ viele geniale Sachen gemacht. Da gab's, da hat einer auch noch so ein Tool programmiert, dass deine Truppen die Farbe vom Gegner haben konnten oder von irgendwem anders, dass du tatsächlich gemischte Farbe in der eigenen Armee hattest und so, weil du für jeden Soldat, den du hattest, die Farbe einzeln anpassen konntest mit dem Tool, das war schon recht genial. Dann gab es ein Tool, da hast du die Karten reingezogen vom Entwickler sozusagen, da konntest du die bearbeiten. Weil da muss, hat er auch nur eine Adresse abgeändert werden, damit die halt nicht bearbeitbar sind und all so ein Krams. Ja, damit hätten sie nicht gerechnet hier. Also. Nee, ich glaube, die waren doch nicht so begeistert von, dass es sowas gab. Ich meine, das ist doch nicht so schlimm, aber... Ist es auch nicht, aber... Also geplant war es bestimmt nicht. Nee. Das ist irgendwer dann bei Bach. Also da wurde so viel gemacht, es ist eigentlich schade, dass es das nicht mehr gibt. Oder es gibt es halt noch, aber das ist halt so kaputt gespammt. Ja, Stronghold hat... Damit hatte ich nicht selber so viel zu tun. Hatte einen Schulfreund, der hat das gespielt, aber... Stronghold Crusader, aber... Nee, war halt nie wirklich so ein Strategiefan. Ja, das, das war so hauptsächlich das Spiel, das ich gespielt habe, wenn es halt keine Rennspiele waren. Oh! Ja, da ist die Abkürzung. Oh! Oh, da ist die Abkürzung. Oh, das war ein Fehler, da Nitro zu zünden. Ja gut, und was auch noch so ein bisschen zu dem Untergang von dem Forum beigetragen hat, war glaube ich auch, dass es da Google Plus und sowas gab. Mhm. Inwiefern meinst du das jetzt mit Google Plus? Ja, die meisten sind halt auf Google Plus gegangen, um die Sachen da zu besprechen. Okay. Also ich kann mich nur daran erinnern, dass... Ja okay, ich habe selber Google Plus nie genutzt, aber... Wurde jetzt... Ich glaube, das war jetzt ja auch nicht so aktiv, oder? Für irgendwas... Nee, aber die hatten dann tatsächlich eine Google Plus Gruppe aufgemacht, der Großteil von der Community. Wo natürlich auch die Admin-Spots und so waren, das hatte nichts mit dem zu tun, was vorher Sache war, ne? Also. Der vorher, also ich weiß gar nicht, ob man den Google Plus überhaupt irgendwie rechte Verteilung und sowas hatte, aber. Wenn, dann hab ich oder irgendwer, der vorher Mod war, auf jeden Fall nichts gehabt, ne? Na, ich finde es schlimm, dass es Google Plus nicht mehr für Privatnutzer gibt. Ich vermisse es nicht. Nee, ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Ich hab's da irgendwie 2013 oder 2014 mal genutzt,
für ein paar Dinge, aber sonst nie. Ja. War für mich nie relevant. Ja gut, momentan vermisse ich das sowieso nicht, weil ich im Moment auch wie ich generell kaum Strategie spiele, eigentlich gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob Google Plus wirklich so viel genutzt wurde oder auch für was. So, es ist, ich habe da nie irgendwie so auch so Einladungslinks oder irgendwas gesehen unter YouTube-Videos für Google Plus, für so eine Community oder irgendwas. Das war irgendwie für mich. Ja, die Community ist dann halt damit tatsächlich auf Google Plus umgestiegen. Das war auch das Einzige, was ich jemals damit zu tun hatte. Hm. Wobei ich jetzt halt wirklich schon richtig lange kein Spiel mehr gespielt habe, das kein Rennspiel ist, also. Ja, bei mir auch, seit mit IP Launch. Irgendwie, weiß gar nicht. Ja, oder auch Asphalt 8, dann habe ich ja auch dann irgendwie kurz nach IP Launch angefangen. Kam ich dazu. Ja, irgendwie. Hätte ich auch andere Spiele, die ich spielen könnte oder spielen wollen würde auch, aber tue mich irgendwie jetzt ein bisschen schwer mit. Devil, nee, ich weiß, 16, weiß ich gar nicht, was das für ein Ding ist. Victory, das sind auf jeden Fall Motorräder. Oh ja, Cyan. Porsche, ein Porsche Turbo Coupé. Galado, ja, die ganz, ganz großen Maschinen. Soll man den McLaren mal fahren? Das können wir auch probieren. Der wird brutal, ich sag's dir, der wird brutal. Ah, ich hab gesehen, dass da jemand vorhin im Netzwerk hier drin war und geguckt hat wahrscheinlich, ob die Lobby da ist, aber wir sind die ganze Zeit beim Befahren. Behemoth klingt ja schon mal gut. Oh ja, eine ganz lange Strecke, aber mit dem Fahrzeug hier. Der hat geht ab. Hat der gesagt, I join oder so wie im Discord, oder? Retro Racing Point habe ich nicht geguckt, diesbezüglich. Auch in den anderen Communities nicht. Könnte ich aber gleich machen. Oh ja, der hat richtig gutes Handling auch. Ich glaube so, ja, ich glaube sogar auch der beste Wagen, glaube ich, auch im Spiel. Oder? Nee, ich glaube, es gibt einen, der noch schneller ist. Aber ob der so ein gutes Handling hat, weiß ich nicht. Den kann man aber, glaube ich, gar nicht mehr tunen. Also das Einzige, was man bei den ganz schnellen Fahrzeugen wie dem hier tunen kann, ist halt mehr Nitro. Zwei mehr Flaschen und das war's dann aber. Ja gut, ist aber auch sinnreich eigentlich. Wow. Ja, der ist... Der hat... Ich weiß gar nicht, vielleicht kann es aber so sein, dass er wirklich die besten Stats hat. Also der ist nah am Limit, was es da halt gibt. Aber das Schnelle gibt es halt nicht. Also mit dem Limit meine ich halt den Anzeigebereich von den Bahnen. Also von den Anzeigeleisten da. Ich meine 96 von 100, ja, das ist das höchste, glaube ich, aber auch. War das hinab? Ah, hier hätten wir durchfahren können, okay. Ja, der geht ab. Ja gut, der F1 ist ja auch eine recht lange Zeit der schnellste Wagen gewesen, den es gibt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er das zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel hier rauskam, immer noch war. Noch eine Frage. Diese Bugatti, der kam ja auch irgendwie Mitte der 2000er irgendwann. Weißt du, welchen Bugatti? Ja, der Veyron müsste das sein, der oder? Der Veyron. Der Chiron, der kam ja relativ später. Der kam vor 4 Jahren oder so. So spricht man denn aus? Ich habe immer gedacht Chiron. Ehrlich gesagt, Chiron. Ich weiß es selber nicht. Achso, ich glaube Chiron, aber... Ja. Ja.
den mag ich auch sehr, den Chiron. Ja, auf jeden Fall mag ich noch mehr als den Veyron, muss ich sagen. Ach, jetzt habe ich die Reichweite von den Checkpoints mal überschätzt. Auf der Autobahn wahrscheinlich, oder? Wo ja. Du dann irgendwie so ein... Ja. Ja, da muss man wirklich auf die andere Seite wechseln. Ja, so ein langes Rennen mit 3 Minuten. Ich weiß gar nicht, wie lange das braucht, wenn man Klasse D oder so fährt. Jo. Aber mit dem F1. Ja, da bin ich gerade wieder runtergefallen hier. Mhm. Ja, für mich ist das irgendwie intuitiv, ich mache irgendwie kaum Fehler, das ist für mich so ein leichtes Spiel. Ja gut, ich kenne die Stadt hier noch fast gar nicht, ne? Ja, klar. Und die Strecken, ja, nennt man auch irgendwann so ein bisschen. Jetzt noch mal kurz vom Ende so ein scheiß Hausfunter mitgenommen. So, jetzt gucke ich noch mal bei IPL, ob da irgendwer was gesagt hat. Na, ich auch. So, Pete hat auch nichts mehr geschrieben. Okay. Ich gehe davon. Ja, bei IPL gehe ich am wenigsten davon aus. Ja gut, aber bei den anderen, da bin ich ja nicht drauf, nur. Ja, er will die Remix-Cars, also die von der PS2-Version, da gab es noch eine Version halt Dub Edition Remix und ja, hat halt wie gesagt Tokio und ja, ein paar mehr Autos. Aber ich, ja, davon, die gibt, da gab es halt nicht für die PSP, aber die Autos reichen mir eigentlich hier auch schon. Ja, hier gibt's so viele, also. Ja, manche sind halt dann mehr anspruchsvoll. Es gibt halt natürlich, wenn man auf PS, auf der PS, wenn man die PS2-Version spielt, sollte man nicht die normale Version spielen, die wir hier spielen, die PSP-Version sozusagen, also das andere, das Pendant halt für die PS2, sondern natürlich gibt es eigentlich keinen Grund, da die Remix halt zu spielen, die Version, weil einfach, ja, die ist halt insgesamt besser halt einfach. Songs, mehr Autos, Tokio, ja. Aber. Okay, es sah kurz so aus, als hättest du vor dem Start schon Gas gegeben. Das sah mir jetzt gerade komisch aus. Was natürlich gar nicht geht. Deswegen, aber es war jetzt irgendwie ein bisschen komisch. Komischer Lenk. Ja gut, ich habe schon drauf gedrückt, halt wegen Burnout, ne? Ja, das Spiel hat es falsch interpretiert. Netcode ist ziemlich perfekt, aber sowas, ja. Und hier weiß ich auch nicht die beste Route zu dem Checkpoint. Au, oh, oh, yeah. Jetzt habe ich eine Karte erwischt von dem Gebäude. Oh. Wobei ich könnte mir sogar vorstellen, dass ein F1 sogar, also wenn man es jetzt nicht auf Höchstgeschwindigkeit zieht, sondern wirklich vielleicht auf Beschleunigung und Fahrverhalten und alles, dass der dann sogar einem Veyron überlegen ist. Ja, ja, auf jeden Fall würde ich. Ich würde da schon eigentlich meinen, dass es auf jeden Fall so ist. Also ich habe irgendwann mal auf jeden Fall so ein Video gesehen, da haben sie dich tatsächlich gegeneinander fahren lassen in dem Drag, also der Veyron hat zwar gewonnen. Oh, okay. Aber der F1, der hat eine Zeit lang auf jeden Fall geführt. Ja, okay, vom Topspeed dann, ne? Weil ich meine, ob ich eine vierte Meile war oder. Ich meine, für mich ist eigentlich der Gegner von dem F1 halt der CLK LM. Ja, ich verbinde jetzt nicht hier irgendwie den Veyron als Hauptgegner oder so, irgendwie als engster Konkurrent da. Das ist eigentlich der CLK halt. Deswegen wundert mich das schon, dass der Veyron ja überhaupt gewinnt irgendwie. Aber also ich wusste jetzt auch nicht, dass der Veyron so schnell sein soll. Ja gut, vom Topspeed ist er besser als der okay, ja. F1. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Sind sogar relativ viele. Ich glaube, der Veyron ist mit 400 oder so angegeben und der
F1 mit 370 oder so als Topspeed. Ja, das ist ein Unterschied. Aber klar, wenn man es zeitgemäß eher machen will, ist der der KGTR natürlich der richtige Gegner, das ist klar. Ja klar, der Veyron ist deutlich jünger, deutlich neuer. Ja, und ich glaube auch die, wo die Form von F1 ist, glaube ich, auch etwas vorteilhaft, so von der Windschnittigkeit her und so. Also wer wirklich mit so einem Auto hier durch so lang rast, ich glaube, der muss wirklich lebensmüde sein. Oh, ja, genau deswegen. Ich weiß gar nicht, 250 mph sind es ja im Spiel, die kann man ja leider nicht ändern. Ich glaube, ich weiß gar nicht, es kommt ja schon irgendwie dann so auf 370, 380 km/h, oder? Ich weiß gar nicht, wie viel km/h das sind. 1,602 ist, glaube ich, der Faktor. Aber das kriegt jetzt so schnell den Kopf nicht hin. 1,60? Also 1,602, aber die, Ja. Esch, ja. Könnt so hinhauen, wahrscheinlich. Also 250 Meilen pro Stunde ist schon verdammt schnell. Wobei man natürlich auch differenzieren muss, wie weit der Tacho geht und was wirklich möglich ist. Du meinst jetzt hier im Spiel? Also ich weiß nicht, ob es im Spiel auch so ist, aber... Ja. Ja, es gibt kein Auto mit, also jetzt, das ist wirklich das Maximal, das, das Tacho hier. Mit 250 maximal. Es könnte schon sein, dass es höher, ein bisschen höher geht, ne? Oder ist es halt begrenzt, ja, auf 250 mph für jedes, also selbst für die ganz schnellen Autos. Ja. Wie gesagt, ich meine, das hatte ich mal erwähnt gehabt, mein Vater hatte mal einen Passat gehabt, wo der Tacho bis 260 geht. Was jetzt nicht unbedingt die Passatgeschwindigkeit ist. Also gut, der W8, der kann das vielleicht, aber das war ja keiner. Ich glaube, der war mit 180 oder sowas angegeben. Oder 190, sowas. Gibt ja auch das Gegenteil, dass der... Das... Ja, was im oder halt was die Drehzahlen angeht und so, dass es halt viel weiter geht. Irgendwie gibt's da so, gab's da so ein Video. Keine Ahnung. Also einfach das Gegenteil, ja. Von zu viel Leistung. Also, die nicht dargestellt werden konnte auf dem Tacho. Das war ja irgendwann mal bei Grip oder bei War das Grip? Weiß ich jetzt gar nicht. Ist mir nicht bekannt. Also Grip kenne ich jetzt auch nicht so gut. Also irgendwie hatten sie den da tatsächlich getunt, haben aber keine neuen Armaturen reingebaut. Die hatten halt so ein Zweitacho an der A-Säule geklebt. Ja. Und naja, da konnten sie halt die echte Geschwindigkeit sehen, aber der Tacho, der war halt wirklich, also die waren bestimmt 100 km/h schneller, als der Tacho hätte anzeigen können. Ja, sicher. Oh, hier die
Track-Rennern, die abgesperrten. Detroit. Ja, was gibt's hier noch? Den SLK gibt, den CLK gibt's. SLM McLaren. Man kann auch Polizeiautos fahren, die drei Stück. Nee, sogar vier. Ja. Kann aber auch sein, dass das Top Gear gewesen ist oder so. Also irgendwo war das mal. Ja, also hier, das sind die Bonusautos sozusagen, die Polizeiautos. Wir können die auch fahren, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, Police 1000 ist das Motorrad. Ich glaube, das ist das Motorrad. Da kann man fahren. Ja mal probieren. Ja. Ist auch lustig. Und danach, wenn du halt dann weiter scrollst, kommen die getunten Autos. Und es geht dann so weiter, bis du halt dann wieder zu den langsamsten Stockautos kommst. Also man muss da schon auch gucken. Oh ja, das ist ja lustig. Jo. Ach, auch wird da abgesperrt. Ja, ja, hab ich gesagt, Trackrennen, ja. Oh ja. Ich hab sich auch lieber die Videos, auf die die Matthias bei mir die alleine macht, als Grip jetzt. Ja. Finde ich auch authentischer, wie er da ist, dass er auf seinem Kanal da. Nee, da kommen wir doch, nicht durch vor. Dachte schon. Okay, das Motorrad kannte ich bis jetzt noch nicht. Ich habe gedacht, da gibt es nur die Autos. Wobei mich wundert, also auch wenn er jetzt hier recht bekannt ist, Der Matthias? Ja. Ja, auch wenn er recht bekannt ist, dass er das einfach mal so eben privat, also was heißt privat, also steckt ja schon irgendwie Sponsoren und alles dahinter, aber dass er das halt jetzt wirklich ohne großen Namen von der Sendung da einfach so machen darf, erstmal die ganzen Autos testen. Hier habe ich dich einmal Nitro gegeben, weil irgendwie... Ja... Gab jetzt auch nicht so viele Parts, wo das Sinn macht, aber... Lieber nutzt man das schon eigentlich. Kann man jetzt nicht so viel falsch machen mit. So, ich guck nochmal Pete nochmal... Nee, also mir hat er nichts zu schieben. Ich habe an nichts gehört. Okay. Ja, ich habe auf dich gewartet. Hier ist irgendwie, dass mit Nitro ist. Ja. Nicht viele Geraden. Moin! Scheiße, ich war nicht gut. Gar nicht mit der Kurve gerechnet. Oh, das ist aber ganz schön rutschig hier. Nee. Ist gutes gutes Wetter. Oder? Also ich... Ja. Das war nur an der einen Stelle, wo du da, da nicht stehen geblieben bist. Das ist nicht technisch nicht möglich, also dass da irgendwie unterschiedliche Grip-Verhältnisse gibt. Ja.
Ja, wie ist es vielleicht wieder vom Motorrad? Ohne nichts zu sogar. Aber gleiche Stelle, ne? Ja, die ist halt echt ekelhaft, die Kurve. Also, ich habe das Gefühl, dass es genau an der Stelle weniger Grip gibt. Hier gibt es zwei Geraden, ja, so drei. Au. Oh. Ich habe die Scheiße gekriegt. Also ich finde halt schon, dass man hier ein bisschen zu viele Wände mitnehmen kann, bevor man einen Totalschaden hat. Das finde ich ein bisschen... Ich weiß gar nicht, ob es in der PS2-Version schlimmer ist. Ich glaube schon, aber... Also das finde ich halt... Ja, neben dem fehlenden Steckeditor, der halt dann natürlich technisch irgendwie bedingt nicht enthalten ist, finde ich das halt ein bisschen blöd, dass man hier wirklich viel eigentlich schon wallriden könnte, so. Ja. Aber sonst, ja. Wo ist denn hier die Schadensanzeige? Ist das auch so im Tacho, oder? Unten rechts, ja, neben den... ja. Achso, das ist... Ah, ja. Ja. Das ist jetzt nicht... Das ist kein kompletter Kreis. Das ist so Dreiviertel, ja. Dreiviertelkreis. Ja, das habe ich noch gar nicht gesehen, dass sich da was geändert hat. Oh, ja. Jetzt wollte ich... Wie gesagt, weil sich das auch... Weil da jetzt auch nicht so viel... Weil du nicht so viel Schaden eigentlich nimmst. Ja, das sieht man bei... mit Leichtkap 2 etwas besser. Ja, dann nimmt man auch mehr Schaden. Aber da kommt es halt drauf an, wie viel FPS du dein Spiel limitiert hast. Je mehr, desto schneller bekommst du Schaden. Und ja, da ist es eigentlich ganz gut geregelt, da mit 60 FPS, da finde ich eigentlich, bekommt man genug Schaden. Oh, nochmal vom Motorrad geflogen hier. Ja, das finde ich halt ein bisschen blöd, aber... Aber ist schon lustig, dass man hier Polizeifahrzeuge fahren kann. So. Ja. Drei. Okay. Fixstrecke. Ja, nehmen wir mal noch die. Letzten drei Rennen dann. Ja, willst du nochmal... nee. Das, oder willst du jetzt wirklich Atlanta-Cop fahren oder was? Nee. Ich gucke hier gerade sowieso nur durch, also im Prinzip ist es relativ egal. Ja, das sind jetzt die getunten Fahrzeuge hier. Ach so, okay. Ja. Chrysler Musilago 16 Factory. Ja, von den schnellen... Also, das ist jetzt auch nicht mein Safe-Game. Aber der hat jetzt ja auch nicht so viele Fahrzeuge getunt. Ach, CLK, GTA... Ja, gibt's auch. Ja. Ganz schnelle Fahrzeuge gibt's hier. Bisschen fahren? Ja, können wir mal machen. Okay. Ja, der ist wahrscheinlich bis zum Anschlag getuned. Was bedeutet halt, dass er halt ja mehr Nitro hat, sonst nichts. Ja gut, was führen wir aus dem noch raus? Ja, vier Nitro-Flaschen. Oh, da könnte man noch mal, eigentlich kann man noch mal Nitro geben hier. Und man springt schön. Ah, du hast den Sprung, ne? Alter, du hast den Sprung ja gar nicht bekommen. Alter. Deine Farbe ist auch blau, oder? Ja, also violett mehr. Okay, ja. Das ist halt das, was ich gesagt habe, hier mit den getunten Autos, da hast du dann deine fixe Farbe dann. Ah, wo lang? Scheiße, wo lang denn? Ach hier, okay. War jetzt nicht der schnellste Weg, aber... Ja, und der untersteuert halt ein bisschen mehr. Da merkt man schon den Handling-Unterschied. Au. Ja, hier weiß ich jetzt gerade gar nicht, wo es hingeht. Hm.
Naja, du musst da auf die Autobahn, der ist ein bisschen weit weg, der Checkpoint. Oh Mann, ey. Ja, gut, diese. Den F1 fand ich besser. Ja, aber den finde ich jetzt so ziemlich jedem Spiel besser. Oh. Also in HP2 jetzt zwar nicht, aber dafür gibt es ja auch den LM, der wieder wesentlich besser ist als der CLK GTR. Ja, okay, ja, stimmt. Das Lustige am LM ist ja, wenn man Full Grid hat, dann fahrt er mehr LM, als es im echten Leben gibt. Weil ich meine, der LM wurde irgendwie 7-mal gebaut oder so. Wieder die gleiche Scheiße hier. Sie hatten ja den Checkpoint wieder nicht genommen. Ich gehe halt echt nicht davon aus, dass die PS2-Version bei dir laufen würde, deswegen, wie gesagt, wollte ich halt auf Nummer sicher gehen mit der PSP-Version. Ja gut, kann ich jetzt nicht einschätzen, wie das laufen würde. Du kannst es natürlich probieren, aber ich gehe davon aus, dass es jetzt nicht so gut läuft. In dem einen Modus hast du halt gar keine Grafikfehler, aber der ist halt noch mehr Hardware anfordernd. Und der andere, der hatte halt so ein paar Grafikfehler, läuft aber dafür schon deutlich besser, aber ja. Da ist halt der Prozess so am wichtigsten. Und dann ist natürlich jetzt auch nicht der schlechteste, aber auch nicht der schnellste. Nee, mein Prozessor ist. Also für mein Alter ist der gar nicht so schlimm, das stimmt schon. Und mit Regen, da bricht dann die Framerate oder halt, ist halt noch schlimmer, deswegen, es kann sein, dass im Trockenen gut läuft, aber im Regen ist halt noch schlimmer. Oder im Schnee. Was hier natürlich in der PSP-Version gar keinen Unterschied macht. Alter, war das ein geiler Sprung. Und ich meine, die Leute da im Retro Racing Point Discord, da haben ja auch viele keinen guten PC, deswegen. Ja, da bin ich tatsächlich doch nicht unbedingt einer von denen mit den schlechtesten. Nee. Aber für die PS2-Emulation braucht man generell viel Leistung, was halt die späteren Spielarten angeht, also zum Beispiel Midland Club. Also sowas wie Half-Life gab es ja auch für PS2 und das hat gar keine hohen Ansprüche auf der PS, also auf dem Emulator. Ja gut, Half-Life brauche ich nicht emulieren, das läuft ja auch so. PS2-Version ist ein bisschen anders. Ja? Ja. Also grafisch schon. Also vom Inhalt weiß ich jetzt nicht, aber grafisch, ja. Ist ein bisschen. Irgendwie so ein paar Gameplay-Unterschiede gibt es auch. Habe ich jedenfalls gelesen, aber ich kenne jetzt auch nicht die PC-Version, ich spiele halt die PS2-Version.
emuliert halt. Ja gut, von Half-Life habe ich halt die ganz normale PC-Version. Hm. Also das absolute Original so. Da ist es sogar noch so, dass du die die Anzeige auf 16-Bit runterstellst, weil er sonst nicht starten will. Also wenn es startet, dann sagt, steht da irgendwie sowas wie This Game Requires High Color als Fehlermeldung. Hm. Und ja, also wenn du was Höheres als 16-Bit hast, erkennt er das halt als was Niedrigeres. Also Half-Life. Ja. Da hätte man den Jahrmarkt reinfahren müssen. Hm. Kann sein, ich kann mich gar nicht erinnern. Na, ich kann dir auf jeden Fall die Downloadlinks schicken für die PS2-Version, dann kannst du es ja mal testen, aber wenn das nicht ist, aber ob ich die überhaupt brauche, weil die PS-Version scheint ja recht gut zu funktionieren. Ja, jemand hier im RRP Discord meckert ja, dass er über die Remix-Version spielt mit der PS2-Version. Das ist halt. Ja. Der hat wahrscheinlich einen guten PC, der das emulieren kann. Weil ich glaube nicht, dass. Also die wenigsten spielen das auf einer richtigen PS2. Ich habe halt auch nur die normale Version für die PS2. Die Remix nicht. Ich bin da gerade irgendwo runtergefallen, deswegen wusste ich jetzt nicht, wo man hin muss. Hm. Ja, keine Ahnung, vielleicht würde auch Demon da die PS2-Version mehr gefallen, ich weiß ja nicht. Ja. Also hier, oh, jetzt fällt ihr nochmal runter. Und respawnt an einer total falschen Stelle. Oh. Hat er hier jetzt schon was zu gesagt, oder? Nee, hat er nicht. Wobei ich jetzt auch halt generell nicht weiß, wie er zur Emulation und so steht. Na, im Fall von mit einer Club 3 geht's halt nicht anders. Ja, ich finde